So, ihr habt euch zuletzt ja damit beschäftigt, mit der Frage, wie kann ich Verbindungen herstellen, ohne Ionen zu nutzen. Und das wurde ja gemacht, indem ich die Elektronenschalen genommen habe, in Anführungsstrichen genommen, und das Ganze so überlagert habe, dass ich dann zu dem Edelgaszustand komme, ohne dass ich Ionen bilde. Nur nochmal zurückblickend, hatten wir dieses Beispiel hier am HCl-Gas. Da solltet ihr dann verschiedene andere Beispiele ausprobieren und ihr werdet festgestellt haben, im Allgemeinen oder sehr häufig funktioniert. Aber es gibt auch Beispiele, bei denen es nicht funktioniert, wie zum Beispiel hier. Wenn ich das Sauerstoffgas betrachte mit dem Molekül O2, das heißt zwei Sauerstoffatome, und die sollen zusammen jeweils durch Überlagerung der Elektronenschalen einen Edelgaszustand erreichen. Das war zu weit gedreht. Vielleicht mal so oder so vielleicht. Ja, jetzt habe ich doch, ne, so ähnlich wie vorher, nur funktioniert es trotzdem leider nicht. Wenn ich nämlich jetzt zähle, dann habe ich hier gerade auf dieser Schale 7 Elektronen. 1, 2, 3, 6, 7 und hier drüben genauso. Also, es ist kein Edelgaszustand. Trotzdem, ich habe Sauerstoffgas, ein Gas, also kann es ja auch keine Ionenverbindung sein. Es müsste, also es spricht eigentlich dafür, aufgrund der Eigenschaften des Stoffes, des Gases, dass ich auch hier so eine Atombindung habe. Das funktioniert aber nicht. Also, was kann der Grund sein? Nun, es bleibt eigentlich nur übrig, dass das Schalenmodell hier nicht ausreicht. Das heißt, wir müssen uns das Ganze nur noch ein bisschen, ja, vertiefen. Dazu gucken wir nochmal zurück. Beziehungsweise gehen wir mal, ja, oder eher weiter. Habe ich einen Fehler gemacht in der Idee der Bindung? Naja, bisher hat es ja ganz gut geklappt von der Idee. Oder ist es ein Fehler im Schalenmodell? Um das jetzt zu klären, gucken wir nochmal, wie wir eigentlich auf das Schalenmodell gekommen sind. Und zwar habe ich ja das Schalenmodell über Ionisierungsenergie eingeführt. Und wir sind im Prinzip damit draufgekommen, indem wir halt hier mal die ganzen Ionisierungsenergien betrachtet haben. So, und da fiel ja eben auf, dass ich immer hier diese großen Sprünge habe, ne? Also immer hier ein Maximum und dann geht es wieder runter und dann wieder ein Maximum und dann geht es wieder runter. Und hier bildet sich ja auch quasi die Struktur der Schalen ab. Also das da sind die Elemente, die nur eine Schale haben. Hier habe ich die Elemente, die zwei Schalen haben. Und hier sind die Elemente mit der dritten Schale. Ja, wo kann da aber ein Fehler dran liegen? Das sieht doch relativ ja, deutlich aus. Also so scheint es doch eigentlich zu stimmen. Wenn man aber ein bisschen mal genauer hinschaut, dann sieht man hier, dass das natürlich nicht nur ansteigt, sondern hier geht es ja eigentlich bergauf, bergab, also irgendwie hier total zackig. Ne? Also es ist nicht so einheitlich, wie ich das hier mache oder wie ich es hier angedeutet habe. Es ist ganz einfach so, dass es hier Unterschiede gibt. Wenn man das mit dem Schalenmodell vergleicht, dann fragt man sich, ja, woher kommen denn diese Ungenauigkeiten? Deshalb muss eigentlich daraus folgen, dass die Ionisierungsenergie darauf hindeutet, dass ich das Schalenmodell noch ein bisschen verfeinern muss. Also wir gehen davon aus, die Schale muss unterteilt sein, denn nur so ließe sich das erklären, dass es eben diese Unregelmäßigkeiten gibt. So, ein Beispiel, wo das mit dem Schalenmodell und der Überlappung ja nicht geklappt hat, das war ja beim Sauerstoff. Und ich will euch diese Unterteilung der Schalen jetzt nochmal an einem Beispiel zeigen. Und zwar, wie kann ich es eben erreichen, dass ich durch Überlappung der Elektronenhülle beim Sauerstoffmolekül, wo es Probleme gab bisher, oder mit dem alten Schalenmodell,
dass ich da einen Edelgaszustand erreiche. Also ich decke das mal so langsam auf. Ja, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen anders gezeichnet. Wir erkennen weiterhin, Sauerstoff ist ja in der sechsten Hauptgruppe, die sechs Außenelektronen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Sechs Außenelektronen jeweils hier und dort. Nur habe ich da so Kugeln reingemalt. Was passiert jetzt hier mit diesen zwei Sauerstoffatomen? Ich habe das Ganze ein bisschen gedreht, sodass diese einfach besetzten falscher Name, erstmal diese einfach besetzten Kugeln sich überlappen können. Da haben wir jetzt wieder diese Überlappungssituation. Und dann haben wir im Prinzip auch das, was wir ja schon quasi vorher wieder haben. Wir halten es mal kurz zeichnerisch hier auf dem Bild fest. Wenn ich jetzt mal das zusammennehme, könnte man sagen, hier habe ich, ups, das ist falsch, um das rechte Atom rum meine 8 Elektronen. Und bei dem linken Atom ist es genauso. Auch hier hätte ich jetzt wieder 8 Elektronen. So, und das funktioniert deshalb, weil ich hier eben diese Unterteilung in der Schale habe. Also, wir gucken uns das hier oben noch mal ein bisschen genauer an. Was wir natürlich erkennen, das ist das hier in der Mitte, das ist der Kern. Dann habe ich ja eine Schale, die erste Schale, die wir schon kennen. Das ist da, wo Wasserstoff und Helium jeweils ein bzw. zwei Elektronen drin haben. Und die zweite Schale, das ist ja quasi das hier außen herum. Das muss die dritte Schale, die zweite Schale sein. Und dadurch, dass ich das Ganze unterteile in, ich nenne jetzt mal den Namen, ich bezeichne sie als Elektronenwolken. Farbe dazu. Falsch. So, also Elektronenwolken. Und diese Elektronenwolken, hier habe ich natürlich noch mehr Elektronenwolken, auch die können sich, ähnlich wie ich es vorher beim Schalenmodell gemacht habe, überlagern. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass diese Wolken sozusagen gemeinsame Wolken ergeben. Also ich habe hier gemeinsame Elektronenwolken. So, und wie hier oben schon festgehalten, so kommen beide Sauerstoffatome, das habe ich hier, habe ich vergessen, eine 8 hinzuschreiben. Also, so kommen beide Sauerstoffatome zu ihren 8 Elektronen und damit habe ich bei beiden den Edelgaszustand erreicht. Und das ist ja das, was wir wollen. Okay, das war jetzt das erste Beispiel, um zu zeigen, dass ich eben beim Sauerstoffmolekül hier also den Edelgaszustand erreichen kann, wenn ich die Schale in einzelne Elektronenwolken aufteile. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Beispiele zeigen, wie das für andere Atome aussieht und gleichzeitig so ein bisschen festhalten, was bei diesen Elektronen zu beachten ist. Zunächst mal hier steht jetzt schon der Name für dieses speziellere Modell. Also es ist eigentlich nur eine Verfeinerung des Schalenmodells und zwar Kugelwolkenmodell. Das heißt, ich habe hier innerhalb jeder Schale einzelne Elektronenwolken.
Ich habe hier mal ein Bild dazu, so ähnlich wie eben. Diese Elektronenwolken, wenn ich 8 Elektronen habe, die auf die Schale draufpassen, brauche ich natürlich 4 Elektronenwolken. Wenn es, wie hier es bisher war, 2 Elektronen reinpassen. Also eine Regel, die man sich merken muss, ist je Elektronenwolke, ich kürze das mal ab, maximal 2 Elektronen. Das heißt, je nach Schale gibt es dann entsprechend viele Elektronenwolken, die es maximal geben kann. Entsprechende Anzahl an Elektronenwolken. So, wenn ich zum Beispiel 8 Elektronen habe, das ist ja eine Zahl, die öfters auftaucht, dann habe ich eben 4 Elektronenwolken. So, wichtig ist die Anordnung hier. Sie sind räumlich angeordnet. Das soll hier durch die Verdeckung eben verdeutlicht werden. Genauer gesagt, und dazu habe ich mal nach einem Bild gesucht, auf Wikipedia habe ich da ein passendes gefunden. Genauer gesagt sind sie tetraedrisch angeordnet. Das ist ganz einfach die Entfernung oder die Anordnung, wo diese Elektronenwolken die größte Entfernung haben. Hier ist eine andere Form und eine andere Farbe, aber es geht hier ums Prinzip der tetraedrischen Anordnung. So, jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Ich habe jetzt ja hier quasi für die zweite Schale. Wenn ich jetzt dieses Prinzip habe, jede Elektronenwolke hat maximal 2 Elektronen, dann habe ich natürlich beim Wasserstoff und beim Helium, da in der ersten Schale ja nur 2 Elektronen reinpassen, ein etwas anderes Bild. Nämlich, das Ganze sieht dann zum Beispiel beim Helium so aus. Das heißt, die innerste Schale hat eine Elektronenwolke, die um den Kern herum liegt. Erste Schale, Elektronenwolke um den Kern herum. Und in meiner Zeichnung hier ist es eben so, dass ich diese innere Schale hier mit eingezeichnet habe und die Elektronen von der äußersten Schale oder hier von der inneren Schale habe ich einfach mal weggelassen. Ganz einfach, weil sie stören würden, wenn ich das viele Pünktchen reinmache. So, dann geht das Ganze weiter. Ich habe ja vielleicht eben auch eine dritte Schale. Und dazu habe ich, ach nee, Moment, das war ein bisschen anderes. Ein Beispiel hier. Diese räumliche Anordnung ist im Prinzip ja eigentlich, wie gesagt, richtig. Nur problematisch ist es beim Zeichnen, vor allem wenn ihr das zeichnen sollt. Es wird einfach unübersichtlich. Deshalb ist es eben gebräuchlich, dass man das Ganze flach zeichnet. Hier habe ich jetzt wieder meine 6 Elektronen. Das heißt, es handelt sich ja hier dann um ein Kugelwolkenmodell. Wolkenmodell vereinfacht zum Sauerstoff. So, wenn ich dann noch eine Schale dazu bekomme, da ist dieses Bild hier gedacht, dann habe ich quasi noch eine Schale rund um den Kern gezeichnet, die entspricht dann quasi diesen 4 Elektronenwolken, die hier sind. Ich möchte euch noch mal ein Bild zeigen, wie andere das Ganze machen. Anstatt so Pünktchen verwenden sie für einfach besetzte Kugelwolken ein helleres Bild und für doppelt besetzte ein dunkleres Blau oder eine dunklere Farbe. Und hier wird also die Schale insgesamt auch noch angedeutet, was ich hier weggelassen habe. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Film.